So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer Folge von... Ich muss mein Mikrofon umstellen. Zu The Witcher. Das letzte Mal, weiß ich schon gar nicht, was wir genau gemacht hatten. Wir hatten hier die Leute, glaube ich, die ganzen Siegelbrenner befreit. Von den bösen Salamandra. Und ich weiß nicht mehr genau, was sie uns dann gesagt hat. Ich kann zumindest einen Hinweis geben. Ich sollte mit dem Hain, der drüben, stimmt. Genau, so war das. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt einfach mal hin. Ja, das macht irgendwie Sinn. Muss aber hier wieder so komisch außenrum. Na gut, kriegen wir hin. Oh, was ist aus den Waffenstücke? Das will ich nicht. Ja, hab. Das hatte ich schon mal irgendwann nachgeguckt, ne? Tab. Einfach Tab drücken und Waffen wegstecken. Aber ich kann es mir wahrscheinlich eh wieder nicht mehr. Naja, mal ja nix. Hey, jetzt kommen wir ja wieder zurück in das, in den Ruinenhallen. Da sehen wir wieder die komische Grüne da. Ich erinnere mich. Lustig. Ja, ich bin gespannt, wie lange wir noch brauchen. Wie lange das Kapitel an sich noch dauert. Ich weiß nicht, wirklich, wie weit wir im Kapitel sind. Eigentlich, so viel haben wir eigentlich noch gar nicht gemacht, ne? Ein bisschen was wird wohl noch kommen. Soll es lieber markieren und sonst geht halt wieder nach hinten los. Ja, ne? Ach Gott, aua. Warum bin ich eigentlich nur Half-Life? Wie ist das denn passiert? Nee. Lass mich mal wieder in Ruhe. An der Militäre. Warte mal, hier soll doch irgendwo was sein, ne? Momentchen. Irgendwas war hier mal. Irgendeine Quest. Dachte mir, irgendwas soll hier sein. Warte mal, die Zielbrennische. Was? Aha. Warte mal. Nee. Militäreschrein. Ja, hier ist ein Militäreschrein. Okay. Warum ich hier jetzt einen Ring finden soll. Oh, habe ich auch eben Leichnam gesehen da hinten, ne? Das könnte bei dem Kollegen da hinten sein, aber wenn ich da hinlaufe, das wird tödlich für mich, glaube ich. Egal. Laufe ich außen rum. Ich finde schön, dass ich hier immerhin auch so ein bisschen durchs Wasser und querfeld einlaufen kann, während ich sonst in dem Spiel überall an jeder Kante irgendwie hängen bleibe. Und immer den manuellen, richtigen und zum nächsten Weg gehen muss. Ja, das ist ganz nett an der Stelle. So schon langweilig genug aus. Gibt ja einfach rum ohne Bedeutung. Kann nicht mal looten. Da ist wieder der wunderschöne Schrein. Möchte ich behaupten. So, ich weiß nicht, mit wem ich jetzt reden soll. Hierophant, ne? Hier. Dankeschön. Welcome. Greetings. Do my eyes play tricks? Is it Geralt, the famed White Wolf? Indeed. How do you know me? I've heard about you from our friend, Mousesack. I lost my memory and don't remember Mousesack. A pity. Perhaps I can help, if you stay for a few years. I must attend to urgent matters. Yes. Yes. Seid gegrüßt. Greetings, Honorable Hierophant. Vaska said you might be able to help with the bandits wearing salamander badges. Welcome, White Wolf. I know what brings you here. I have heard it in the wind and seen it through animal eyes. You know? You battle Salamandra, and have saved many from Salamandra's experiments. Mm-hmm. You cannot enter their secret base. It is too well guarded, even for you. Can you help? Possibly. Their leader wants us to use nature's magic for his purposes. I'll propose a meeting where our chances will be even. What can I do? Bring me a psilocybe mushroom.
They grow in a cave guarded by cockatrices. I will create a potion to entice the salamanders to meet us. When we meet the salamander leader, I'll help your fight. Mm-hmm. And why do we need this mushroom? The salamanders want a more potent version of their drug. For this, I need the psilocybe. They pester me endlessly. If I send them a sample, they will suspect nothing. Okay. Farewell. Welche ihn nicht weiter stören. Das komische Alte. Ich will sie nochmal angucken. Nicht mehr da. Weg. It's Batman. Doch, da ist sie. Warum läuft die einfach nackt rum? Das macht mich fertig. Hast du was zu sagen? Windblade. Was mich einfach am meisten fertig macht, ist die Tatsache, dass sie hier. Oh, ich wollte mit der Maus drauf zeigen, dass sie eine Animation hat. Ja, nennen wir es mal so. Farewell. Okay. Ja, warte mal. Ich hab. Okay, ist tatsächlich die Höhle, auf der wir schon 26 Mal gefühlt drin waren. Okay, laufe ich da halt noch ein drittes Mal hin. Ich glaube, dritte Mal müssen wir da rein. Oder Pilz, ey. Habe ich auch nicht schon zufällig, oder? Gute ja so eine gute Pilz nicht. Ich muss schon seit 1000 Jahren irgendwie meine Sachen verkaufen. Eines Tages. Der Tag wird kommen, Leute. Es wird der Tag kommen, an dem ich endlich meinen ganzen Scheiß verkaufe und loswerde. Aber es dauert noch ein bisschen. Erst dann, wenn es schon zu spät ist. Wenn ich irgendwann ein Item mitnehmen muss und dann keinen Platz mehr habe. Dann wird das passieren. Beziehungsweise halt danach. Das bringt ja eh nichts, weil kann ja sowieso Sachen wegwerfen. Also ich kann die ganzen Sachen wegwerfen. Scheiß auf das Geld. Auch eh kein Geld in dem Spiel mehr gefühlt. Überreste. Da mal Leute getötet. Meinetwegen. Den kann ich nicht mit denen anlegen gerade. Habe ich nicht so Bock drauf. Kann ich drauf verzichten, um ehrlich zu sein. Nee. Hey, wo ist jetzt die? Oh nein, die ist so direkt. Warte mal. Kann speichern, das ist gut. Da direkt vor, ne? Direkt bei dem Typen. Ficken. Er hat mich jetzt. Du einfach nur. Ja, ich kann ihn nicht besiegen, leider. Das ist ein bisschen doof. Bin ich ein unbesiegbarer Organismus. Vielleicht geht das ja jetzt. Ich bin mittlerweile stark genug. Ich bezweifle es. Uiuiui. Obwohl, warte mal, der ist schon da, oder? Oh ja. Ups, aber der war dumm. Cool, ich kann die jetzt besiegen. Das gefällt mir. Was? Moment. Ich muss mir jetzt mal erklären. Okay, merke, wenn er gleich besiegt ist, ganz schnell versuchen, in die Höhle reinzurennen. Bevor ein neuer spawnen kann. Komm schon, auf meiner Seite spiel. Danke. Mal schnell speichern. Was waren hier nochmal? Hier waren auch die Typen drin, ne? Oder? Ein paar Camps, also hier die. Ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Hier die Ziegelbrenner waren hier drin, aber irgendwann waren wir hier schon mal dran. Brauchen wir nicht den, oder? Durch. Irgendwas anderes. Ach so, schöne Map mal wieder. Immer schön, dass mein Bildschirm. Habe ja erzählt, ne? Dass seit dem Grafikkartentreiber ab dem letzten mein Bildschirm einfach heller geworden ist.
Und keine Ahnung. Ich habe mich zuerst ein bisschen aufgeregt und gesagt, warum wird der jetzt heller? Aber es hilft mir. Also keine Ahnung, ich sehe jetzt halt besser hier. Aha. Achso, stimmt. Hier war. Ah ja, hier war hier dieser Grab, ne? Kann ich euch besiegen ohne Probleme? Oder seid ihr schon zu stark? Ich glaube, ihr seid zu stark. Ich glaube, ich werde jetzt verrecken. Wurde ich vergiftet? Die sind halt nicht stark. Ich bin aber zu dumm, sie gerade zu treffen. Hallo. Das sind Gera. Ich kann ja nichts fühlen. Ich muss ja nur eine Taste drücken. Okay, und ich halt tot. Nicht tot? Ich glaube schon. Ich hasse diese Höhle. Ich noch viel mehr hasse ich aber generell das Kampfsystem. Wenn nichts Spannendes passiert, dann werde ich mich, glaube ich, wirklich nächste Folge mal ransetzen und Sachen verkaufen und ein paar Tränke erstellen. Sofern ich die nötigen Dinge dafür habe. Natürlich. Hier, die halten ja eigentlich nichts aus. Ist halt nur scheiße, wenn die irgendwie fliegen können und mich dann damit angreifen können. Ich habe so leicht das Gefühl, dass die Kämpfe jedes Mal anders sind, weil, keine Ahnung. Eben haben sie sich nass gemacht und jetzt kriege ich gefühlt gar kein Damage. Moment. Oh, ich kann sogar speichern, cool. Was, die verbissen hier doch nicht. Die Pilze, das war es jetzt aber nicht hier, ne? Da war wieder ein anderer, der eben schon hatte. Wir haben gesagt, von Gorgo bewacht und so, ne? Von daher. Irgendwie Sinn machen. Dass hier irgendwo gleich auch ist. Piu, 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 piu. Dann sag ich mal doch piu, 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 piu. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie eine Krankheit. Jo. Warte mal, oder habt ihr die irgendwie in euch drin oder so ein Blödsinn? Gorgo-Feder. Erstmal mitnehmen. Ich habe schon mal eine davon, okay. Wo auch immer ich die genau her hatte. Ja, nichts. Hier habe ich irgendein Zeichen bekommen. Wahrscheinlich Quen, wenn es so gelb ist. Zeichen, die ich nie benutze. Ja, ja. Ich hoffe, in Witcher 2 und 3 wird alles besser. Dann wird es ja wahrscheinlich auch nur ein Tastendruck sein, das irgendwie zu benutzen. Am Controller wohlgemerkt. Und nicht so eine komische Scheiße. Und dann nochmal Rechtsklick drücken. Braucht doch keiner, ne? Oreo. Warum denn? Oh, komm mal so da. Moin. Wer saß eigentlich bei CD Projekt und dachte sich, dieses Rhythmus-Kampfsystem ist ja mal voll was Neues. Müssen wir unbedingt einbauen. Wow. Also Mikro und dann kriege ich mir wieder Angst, dass das Spiel abstürzt. Die Wandpilze. Das sind nicht die richtigen, oder? Wie heißen die Kollegen denn, die wir brauchen? Psylb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 l
Glück gehabt. Bam, 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 bam. Jetzt habe ich Panik bekommen wegen diesem Grün gedrückt. War ein bisschen dumm, gebe ich zu. So. Da ist ja der richtige Pilz hier. Ja, der Psilocybin. Sehr schön. War noch mehr oder ist der einzige? Das scheint der einzige zu sein. Da frage ich mich, ob er damals auch schon hier war und ich ihn damals auch schon hätte mitnehmen können. Geld, Geld. Hm, immer noch nicht. 4000. Komm, nehmen wir mal mit, wenn wir mal hier sind, ne? Jetzt Alkohol muss ich beiden bzw. vertrinken, wenn ich dann demnächst mal aufräume. Moment mal, sagte ich in der nächsten Folge. Das wäre besser, wenn wir das in der übernächsten Folge machen, weil die nächste nehme ich gleich noch auf und da muss ich ja wahrscheinlich im Internet gucken, um zu gucken, wie das hier alles funktioniert. Wo muss ich eigentlich nicht unbedingt, ne? Ich kann ja auch einfach mal hier im Menü gucken. Ich weiß ja leider nicht, wie man Alchemie benutzt. Das Spiel hat mir das am Anfang verraten, aber selbst da war ich überfordert. Ich habe es wieder absolut komplett vergessen, wie wir das nochmal gemacht haben. Das ist dunkel, ey. Lalala, das für diesen Pilzen. Jetzt darf man wieder dahin rennen, ne? Ja, ist das nicht schön, Leute? Das ist nicht gutes Game Design. Ja, finde ich auch. Das hält sich in Grenzen. Ah. War hier gerade lieber nochmal, bevor mich der Typ da draußen gleich nass macht. Ich glaube, hier ist zwar eh Autosave angesagt, wenn ich den Raum verlasse. Nee, ist noch nicht mal. Nee, nochmal saven, bevor der Kollege da gleich wiederkommt. Tu da gar nicht. Ein guter Typ. What the fuck? Ach, die haben so komische Viecher in sich. Okay. Ich weiß nicht gerade, ob der tot war oder ob er nicht erscheinen wollte, so ein bisschen verbuggt war. Will es nicht ausschließen. Hallo, na. Bitte tötet mich nicht. Will ich nicht laufen, ich bin voll mit Joki. Naja. Altar der Medidilidille. Mediterran. Leichnam, den komme ich halt noch nicht ran, ne? Das ist richtig, immer diese komischen Viecher. Ich könnte die töten, aber ich bin gerade ein bisschen low. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Da kommt noch dazu. Haben wir wohl schon die Hälfte des Spiels, frage ich mich gerade. Ich denke schon, oder? Wir sind ja jetzt in Kapitel 3, irgendwo in der Mitte wahrscheinlich. Wir hatten ja insgesamt 5 Kapitel. Warte mal, müssen ja schon 2,5 eigentlich die Hälfte gewesen sein. Ich wollte sagen, es gibt ja noch Prolog und Epilog. Ich schätze mal, die geben sich nicht viel. Der Prolog war ja ein bisschen kürzer. Denke ich mal, der Epilog ist auch ein bisschen kürzer. Gibt sich auch wieder auf, wenn vorne und hinten was ist. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Nee, doch, dann ist ja 3,5 die Hälfte und nicht 2,5. Also 2,5. Also, wenn ich in der Mitte des dritten Kapitels bin, habe ich die Hälfte und das bin ich gerade. So. Eine Bedingung natürlich, dass jede. Sitzt du da? Nackt. Der Bedingung natürlich, dass jedes Kapitel gleich lang ist. Wie ist der Typ? Ich kann einfach auf die Karte gucken. Da ist er nämlich, der Kollege. Er ist immer da, glaube ich. Yes. I have the mushroom you wanted. Excellent. I'll add it to the potion, then send the birds to deliver it. Is the meeting set? Yes, we'll leave when you're ready. Dann machen wir mal. What do you think of the Scoia'tael? Keine Ahnung, Frage jetzt einfach so. I'm uninterested in political conflicts. The Druids prevail because we possess nothing that kings covet. They, in turn, know we pose no threat to their power. They may disapprove of you sheltering Scoia'tael. We help all those in need as long as they respect our customs. The elves respect and understand nature. And humans do not. Not all, sadly. Rivers near cities are befouled with waste. Once great forests are logged without restraint. Animals that once thrived have become scarce. I see. Yes. Yes. Dann werde ich das jetzt machen. Wir haben hier doch irgendwo ein Lagerfeuer, glaube ich. Ich kann mich aber vorbereiten mit dem hier, wenn ich bereit bin, ja. Hab ich hier irgendwo in der Nähe eine. Ja, gut. Ein bisschen.
wollte gerade sagen, weil dann werde ich mich nochmal. Dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich was zufällig gerade herstellen kann. Das würde dann ganz gut passen. Weil, genau, ich kann mich auch noch aufwerten. Und immer wieder Bronzetalente kriegt, ist ganz nett, ne? So, ich wollte dann eigentlich ganz gerne. Ach nee, das habe ich schon benutzt hier. Vitalität plus 150, wenn ich Gold habe. Ab wann? Charakterstufe 34. Was bin ich jetzt? 18. Bin ich überhaupt noch so weit? Mal gucken. Immer wieder diese Frage, ne, was man jetzt aufwertet. Ich habe das Gefühl, ich kämpfe eh nur noch gegen die Viecher. Eigentlich wäre es, glaube ich, mal ganz cool, die Gruppendinger aufzuwerten, weil das benutze ich mittlerweile ja auch relativ häufig. Aber auch bei Menschen. Boah, das ist so schwierig, ne? Wie sind die da gucken? Und das. Boah, ne, so scheiße. Achso, ja, jetzt kann ich ja auch hier dann mal eigentlich aufwerten, so mit Silber, ne? Das kann mir gewinnen, steht aus 5 Hieben. Ah, cool. Nehmen wir jetzt Silber oder Stahl zuerst aufwerten? Wäre für Stahl, oder? Ja, komm, jetzt zack. Nehmen wir das. Und hier gibt's einfach nichts mehr. Oder kommt das noch? Na gut, wahrscheinlich auch einfach, weil man nicht so viel Silber bekommt, ne? Im Spielverlauf. Giftresistenz. Wenn die so schwer. Ja, komm, dann nehmen wir das jetzt mal in Gruppen hier. Gruppen. Ah, dann nehmen wir hier Silber, oder? Oder auch Stahl. Ah! Leck mich. Zack, zack. Und. Mindestens 3 Gegner. Ja, einfach machen. So. Jetzt mal gucken, wie der Kack hier geht nochmal. Ja, Alchemie. Ach so, warte mal. Valve. Mission. Moment. Ich muss wirklich einfach nur anklicken. Das ist ja cool. Okay, warte mal. Zutat hier platzieren. Kann ich da irgendwas rein? Oh, Alter, Feuerstein. Vitalsubstanz. Mal gucken, was da passiert. Nee, ich hab Angst vor. Vor allem ist es einfach hier drin. Ach so, Golem-Obsidian. Ach, das ist Obsidian. Ja, ich dachte kurz, wäre Feuerstein. Das wäre auch dumm, wenn das da wäre. Hallo. Noch was Cooleres, was wir machen können? Genügend Zutaten. Okay. Machen wir mal. Du bist ja jetzt da, ne? Schwalbe. Cool. Aber wir haben nicht genügend noch mehr zu machen. Ich will jetzt gerne sehen, was hier fehlt, tatsächlich. Aber das werde ich wohl nicht erfahren. Trank für Triss. Na gut. Alchemie-Stadium 1, bitte. Alchemie-Grundsätze starten. Okay. So halb irgendwie. Aber zumindest ein Trank mehr, ist doch auch nicht verkehrt. Ist jetzt Nacht geworden? Tatsächlich. Ups. Kann auch passieren. So, dann fangen wir es noch an. Keine Ahnung, ob das jetzt hier der große Angriff ist. Naja, doch, wird es ja wohl. Ja, dann geh. Zieh dir bitte erstmal was an. Moment, zeigt mir da irgendwo. Achso, weil ich das Ding noch markiert habe. Ja, so. Ich würde sagen, gucken, yes. Das ist jetzt wahrscheinlich der zweite große Angriff auf dem Salamandra-Versteck und dann können wir da zu Duwarden gehen. You said we'd leave when I was ready. So, may we depart? Si. I'm ready. We are to meet in a clearing. My friend will come too. It's the least I can do to help. I've never fought alongside a wyvern. Let's go.
Let go! Oh Gott. Sollte ich geleiten. Den Typen auch. Das kann nicht gut ausgehen. Hoppala, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Geht ja jetzt den ganzen Tag rum. Die ganze Nacht, ja, genau. Ja. Kollege. Du kommst nicht durch, wa? Doof gelaufen. Hier steht hier aber nackt rum. Mach mich fertig. Mach mich aber fertig. Sollen wir wieder speichern. Wie viel alchemistische Zutaten habe ich eigentlich? Total wenig, ne? Ich sollte die in Zukunft auch mal alle mitnehmen. Kann ich mir auch die ganze Kacke da mal herstellen. Lichtung. Wo willst du jetzt eigentlich genau hin, Kollege? Okay, das ist okay. Das ist nicht so weit. Ich würde sagen, wenn ich jetzt irgendwie bis ans andere Ende der Map laufen will, dann ist das ein bisschen zu blöd. Aber loot ich dich einfach mal. Nee, doch nicht. Hast du keine alchemistischen Kram dabei? Dann doch nicht. Jetzt will ich ihn auf einmal, weißt du? Ich vorher bin ich mitgenommen mit dem Kram. Aber hier auch noch so. Hasse Escort-Missionen. Es ist schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Das ist schlimmer als Hitler sagen, aber. Wäre nicht ganz so passend. Außer Bioshock Infinite. Da klappt's. Oder Half-Life 2. Aber da sind die Kollegen, da weißt du, da ist der Trick auch der, dass die Kollegen nicht erstens nicht sterben können. Zweitens, sie nicht dumm wie Brot sind. Ich meine, noch wenn ich mich beschweren, ne? Weil er stirbt ja nicht und passiert auch noch nichts. Aber er ist so langsam. Man kann im Spiel ja nicht schleichen, glaube ich. Ich finde die Details, ne, dass sie so ein Frosch lang springen, ist gar nicht so schlecht. Oder Frösche sogar. Froschwanderung. Meine 2007 das Spiel, das ist okay. Nettes Detail. Detail. Ich weiß immer nicht, wie man das eigentlich ausspricht. Detail. Na, ganz komisch. Weiß, wie man schreibt. Das reicht. Wie auch immer diese Laufanimation noch nicht richtig angefangen ist und ich wieder aufhören muss zu laufen. Aha. Be ready. They will soon arrive. I was born ready. Ach du Heilige. Warte mal. Kann ich mehr speichern, wa? Aber ja. Ich hoffe, da war jetzt ein Autosave oder so, weil sonst haben wir keinen Bock, tausende Kilometer nochmal. Boah, Geralt, kannst du irgendwo. Ich kann nirgendwo hinlaufen. Einfach so. Geht nicht. Ach, komm. Einfach kämpfen. Lass mich die nächste Folge weitermachen. Das ist ein cooler Kampf. Doch. Welchen, ja? Ich lage auch immer. Okay, den Haupttypen habe ich schon mal. Eben noch Menschen irgendwo? Nö, ne? Okay. Ich muss jetzt nur noch das erledigen. Oh Gott. Ah, okay. Das könnte schwierig werden. Ah, die Wyvern. Der Wyvern wieder ist noch da. Du bist eh gleich tot, dann beides findet schwer für dich. Oh oh. Ah, scheiße. Mach was! Oh Mann, oh. Ja, das hasse ich halt, ne? Im Spiel. Wieder dieser Blödsinn, wenn du erstmal nichts machen kannst. Oh ja, danke. Danke, fucking schön. Und war ein Autosave? Nein, ich darf natürlich doch mal hinlaufen. Ist ja klar. Okay, Leute. Plan? Ich weiß nicht genau, wo der jetzt der Safe hatte. Wo der jetzt der Safe hatte. Na, guck mal, ich bin jetzt hier. Okay.
Laufen Sie ein bisschen und ich werde alle paar Sekunden saven, am besten, ja, bevor irgendein Blödsinn passiert. Und dann machen wir das in der nächsten Folge nochmal. Oh, wie ärgerlich, weil ich da einfach jetzt wieder 10 Sekunden rumstand und Geralt wieder nichts machen konnte, weil er irgendwie komisch gestunt wurde. Das kotzt halt immer an. Sonst lief der Kampf halt super. So bam, 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 alle weggerotzt, aber nö. Und am Ende muss Geralt wieder struggle. Naja. Nochmal saven. Ach, das war noch ein ganzer weiter Weg bis da hinten, ne? Uff. Egal, ich beende einfach schon mal die Folge hier. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.